Peter Zurk, auch Inside Politics. Sie haben früher etwas sehr Interessantes angesprochen. 4 Millionen Bürger, 400 Leute diskutieren, nicht? Die Frage ist aber, in Berlin haben Sie mit Open Government Data, mit Transparenz eigentlich einiges vorangebracht. Berlin ist eigentlich relativ transparent, ne? Ja, aber für wen, ne? Also wer kann denn einen Haushaltsplan lesen? Abgesehen mal davon schlafen sie dabei ein, also wenn sie eine Nachtlektüre brauchen. Man muss ja auch das Know-how dazu haben, also erstmal das Interesse. Da sage ich mal, dem normalen Berliner geht das so an Körperteilen vorbei, interessiert. Dann mache ich einen Bürgerhaushalt. Ja? Haben einige Bezirke auch schon probiert. Also aus meiner Sicht ist da von der Grundgedanken her das ja richtig, aber wer macht denn da mit? Machen wir uns doch nichts vor. Mein Sozialhilfeempfänger in der Platte kriege ich damit auch nicht hinterm Ofen vor. Woher soll denn das auch kommen? So, also das ist denn doch ein sehr selektiver Bereich. Was nicht heißt, dass Interessenverbände wie der BUND oder andere sich ja da einbringen sollen. Die dabei sind ja auch Profis. Die machen das hauptamtlich, die machen den ganzen Tag, die werden dafür bezahlt. Teilweise aus staatlichen Mitteln. Und dann kritisieren sie die Geldgeber. Das ist auch in Ordnung. Das gehört alles dazu. Aber es sind ja meistens dann doch wiederum die üblich Verdächtigen. Und da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Wie kriegen wir das organisiert? Aber eben, ja, der Gedanke ist gut immer, ne? Aber wie kriegst du das organisiert? Und die Tradition, wie in der Schweiz, dass die das auch gewohnt sind, dann auch hingehen zu Abstimmungen. Auch wenn mal Nein sagen, wenn es Geld kostet, muss auch erst gelernt werden. Da möchte ich aber bei meinen Kollegen gleich noch hineinhaken. Es gibt in Deutschland sehr oft auch bekannt den Punkt der Steuerzahler. Inwiefern hat der sozusagen auch in Ihrer Regierungszeit immer wieder Sie beraten oder kritisiert für Ihre Arbeiten? Der hat immer kritisiert, aber das, sag ich mal, das ist ja nur auch eine der leichtesten Übungen. Also das ist ja nur wieder Rechnungshof oder so. Das kann man ja alles machen. Aber erstmal so ein Bund der Steuerzahler sind erstmal auch selbsternannte Kritiker. Die sind ja auch keiner Kontrolle unterworfen und die hatten auch schon mal sehr schöne Finanzskandale gehabt. Also die soll man bei sich erstmal selber kehren, dann haben sie auch genug zu tun. So, ansonsten ist ja immer gut und ist ja auch logisch, wenn ein öffentlicher Bereich da ist, der muss transparent sein. Aber es heißt auch nicht, dass nur alles, also ich sag mal, es gibt bestimmte Dinge, müssen einfach auch geschützt werden. Ja, meine Mitarbeiter müssen geschützt werden. Ich kann ja nicht die Personalakten ins Internet stellen und alles. Ja, und bin auch als Chef nicht in der Lage, auf jeden Anwurf auch öffentlich zu antworten. Bestimmte Dinge sind einfach auch verschlossen. Wir haben ein weitestgehendes Akteneinsichtsrecht für Abgeordnete und so weiter und so fort. Alles völlig in Ordnung. Trotzdem muss ich auch mal sagen, ich muss ja für mich auch irgendwann mal eine Aufzeichnung machen dürfen. Und ich schon mal daran denken, wie sieht das Blatt in 10 Jahren aus? Kriegen Sie auch gar nicht mehr mit. Ja, also wenn da ein Mitarbeiter irgendein Aktenvermerk macht, den kriegen Sie ja, sehen Sie ja gar nicht. Und in 10 Jahren ist der im Untersuchungsausschuss und dann sollen Sie dazu Stellung nehmen. Wer will denn da noch feststellen, wer was da gemacht hat? Kein Mensch. Also, aber Transparenz immer sehr gut.